Pew-pew! Seit Anbeginn der Zeit fragen sich Leute, warum kommen keine Videos mehr? Ich meine, jetzt mal for real, eigentlich fragt sich das keiner, aber trotzdem. Warum kommen keine Videos mehr? Ich verstehe allgemein nicht, warum man mich abonniert. Leute, ich mache auf diesem Kanal nur Scheiße. Ich habe mich selbst noch gar nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Und ihr abonniert mich einfach. Was soll das? Die abonniert einfach wieder. Wo ist... Einfach, der abonniert. Tut es nicht. Also zwei Dinge, die wir jetzt festgestellt haben. Erstens, ich habe die 25.000 Abonnenten zum dritten Mal erreicht. Zweitens, es kommen keine Videos, weil ich viel zu viel WoW spiele. Und weil ich unkreativ bin und keine Ahnung habe, was ich in ein Video packen soll. Und deswegen das hier so behindert wie möglich ausschmücke, damit es wenigstens ein Video ist. Also Leute, tut mir einen Gefallen. Bitte. Bitte. Versucht nachzudenken. Bevor man was postet. Bitte spendet mir eure Ideen, ich brauche die. Ich brauche die wirklich richtig dringend. Fast so dringend wie ein Dingel in meinem Arschloch. Ja, also jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Mir fallen keine Videoideen ein. Deswegen mache ich einfach immer das, was mir gerade so in den Sinn kommt, wenn es denn für ein Video genügt. Das Einzige, was vielleicht regelmäßig kommen könnte, wären Illuminati-Konfirmen. Wenn ich denn nicht so arschfaul wäre und mich mal dran setzen würde. Ich meine, im Endeffekt, ich sage mir immer, hey... jetzt gerade irgendwie kein Bock, dann fange ich an, dieses Video zu machen, dann habe ich Bock darauf und dann mache ich es auch. Nur das Ransetzen ist ein Problem. Frohe Festtage. Es ist ja jetzt Weihnachten. Beziehungsweise es ist, wenn dieses Video kommt, ist Heiligabend. An den nachfolgenden Tagen ist Weihnachten, das wollen wir nicht vergessen. Frohes Neues. Bis dahin wird wahrscheinlich kein Video mehr von mir kommen. Kommt drauf an, ob ich eine Idee habe, aber ich glaube eher nicht. Guten Tag. Meine Kopfhörer jetzt kaputt sind, nur wegen einem Joke, ne?